richtig weit gebracht. Admiral Merlwip muss dir großes Vertrauen entgegenbringen. Tritt näher. Willkommen in Gridania. Mein Name ist Kan-E Senna. Oh, was kannst du? Ich führe die Bruderschaft der Morgenviper, die staatliche Gesellschaft Gridanias. Welche Botschaft bringst du von Admiral Merlwip? Das werden wir nie erfahren, denn jetzt gibt es die Schwarzblende. Eine Gedenkfeier für die Gefallen der Schlacht von Carthenor? Dass nun schon 5 Jahre verstrichen sind und der Schmerz noch immer kaum verklungen ist. Bei dem er jammert. Alles bekannt als die Kalea, auf die Idee verfielen, die ganze Welt müsse sich ihrer Herrschaft beugen. Die 3 Stadtstaaten gründeten staatliche Gesellschaften nach dem Vorbild unserer Vorväter und schmiedeten die Eroseische Allianz aufs Neue. Aber hätten wir damals das Projekt Meteor vorausgeahnt? Welch ein Fiebertraum eines kranken Geistes. Wer würde auf die Idee verfallen, einen Mond auf Eosea zu schleudern, um die Welt zu reinigen? Wir versuchten, den herabstürzenden Dalamut aufzuhalten und sammelten all unsere Kräfte an dem einzigen Ort, von dem aus das möglich war, auf der Carthenor Heide. Doch von dort mussten wir erst Nael Vandanus, seine 7. Legion verdrängen. Es entbrannte ein Kampf, der uns heute als die Schlacht von Carthenor in schmerzhafter Erinnerung ist. Das ist echt so ein Schweinchen. Aus Dalamut brach der Primael Bahamut hervor und legte alles in Schutt und Asche. Wer, frage ich dich, hätte so etwas jemals für möglich gehalten, wenn es nicht wirklich passiert wäre? Der 7. Legion erging es nicht besser als uns. Beide Armeen erlitten furchtbare Verluste. Glühende Brocken schlugen überall ein und das Land stand in Flammen. Ja, das haben wir gesehen. Den 12 sei Dank, dass einige von uns vor dem sicher scheinenden Tod gerettet wurden. Hätte der weise Loisoir überlebt, der Anführer der Exegeten, so wüssten wir, was damals wirklich geschah. Verdammt, ich habe vergessen, wer die Exegeten sind. Die Prime. Was? Wie, was? Ja, deswegen muss das niedergemacht werden. Das waren die Entwickler vom 14er. Tja, aber das kann sie natürlich nicht wissen, denn damit würde sie die 4. Wand durchbrechen. Die dritte Wand, also das ist, oder ich muss mal nachgucken, wie das eigentlich ist mit den Wänden, hauptsächlich bei Serien, bezeichnet es, wenn man quasi die Wand zum Zuschauer als Serie überschreitet, indem man zum Beispiel Anspielungen macht, dass die Serie ja nur eine Serie ist, oder, und das ist das Durchbrechen der letzten Wand quasi, indem man sich direkt in einer Serie als Figur an den Zuschauer richtet. Das ist direkter geht's quasi gar nicht mehr. Es gibt einige Serien, die ganz gut damit spielen, zum Beispiel mit Boston Legal, in Boston Legal unter anderem, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Hier jedenfalls jetzt. Die Primae, ja. Die wilden Stämme beschwören ihre Gottheiten wieder. Mit ihnen hat jeder der Stadtstaaten zu kämpfen. Und wenn wir ihnen nicht rechtzeitig Einhalt gebieten, werden wir zu schwach sein für die große Konfrontation natürlich, die noch vor uns liegt. Denn Eosea befindet sich im Krieg mit Garlemald. Oh nein, wir sind im Krieg mit den Franzosen. Das dürfen wir niemals vergessen. Was möglich ist und was unmöglich, das liegt letztendlich bei uns. Wir müssen uns stärken für die schlimmen Zeiten und den Zusammenhalt festigen. Die Gedenkfeier, die Admiral Merlwip vorschlägt, ist ein guter Weg. Es sei. Okay, das lassen wir mal so stehen. Es sei. Also die Feier für die Gefallenen, Entschuldigung, wird stattfinden. Darauf ein Prosit. Und sie schreibt mir einen Brief, den ich überbringen darf. So. Diese Stühle gibt es sonst nirgendwo im Spiel, fällt mir gerade auf. Wäre mal schön als Housing-Item eigentlich. Also zumindest mal originell. Nur in diesem Raum. Zu dem man auch gar nicht reinkommt. Echt außerhalb dieser Sequenzen kommst du hier. Du kannst frei rumlaufen. Später kannst du es mal. Stimmt. Ja, ja. Komm ich hier rein? Nein. Scheiße. Bah. Richtig, richtig.
Richtig, genau. Und jetzt müssten wir zum. Bist du da oder so? Oder wo? Okay, dann porte ich da auch mal kurz hin. Eteridenplatz, jawohl. Jawohl. So. Oh. Oh Gott. Ja, daran erinnere ich mich noch. Das war immer ein bisschen nervig zu finden, aber zum Glück kannst du ja. Haha. Eigentlich ist das, glaube ich, auf der Konsole etwas leichter, weil du sowieso immer durchtappst, siehst du sie eher. Du musst einfach nur immer tappen. Tappen, tappen, tappen. Das stimmt. Eterit? Hier muss doch irgendwo was sein. Verdammt! Wo kann das sein? Ah. Ich kann sein, dass hier. Ich glaube, da eine hängt. Aber hier in dem Gebiet ist. Warte mal. Hier war irgendwo unten, glaube ich. Ja, ich wusste, dass hier unten eine ist. Ja. Nee. Das ist mal eine ungewöhnliche Quest, muss man sagen. Sehr auf den Waldläufer zugeschnitten. Ja. Ach, das ist doch schön. Okay, Hauptquest, ich komme. So. Hä? Hier bei den Freibriefen, ne? Nee, hä? Unten drunter, Entschuldigung. Ach, eine Ebene unten drunter. Ja, normalerweise müsste das angezeigt werden, indem das Symbol ausgegraut ist oder sowas, ne? Das wäre eigentlich ziemlich praktisch. Ja, genau, wie in Guild Wars zum Beispiel. Ja, es gibt zu selten die Gelegenheit, dass es mal verschiedene Etagen gibt. Schön. Und man kann sogar fast bis da hinten hin in den Wald blicken, aber ich weiß nicht, ob da irgendwo einfach nur eine Matschtextur endet oder. Kannst du schlecht erkennen. Naja, gut. Auf die Landungsplanke. Oder? An Bord des Luftschiffs gehen. Bereisen wir die nächste Stadt. Ja, das wird großartig.